Hallo zusammen, heute in unserem neuen Video geht es darum, was steht bei uns 2019 so an. Also wir haben jetzt die zweite, dritte Januarwoche und ich wollte euch einfach mal so ein bisschen aufs Laufende bringen, was bei uns in dem Jahr jetzt alles so passieren wird. I'm OG, y'all new to the game. Ich habe mir immer so einen kleinen Notizzettel gemacht. Und zwar geht's mit Folgendem los. Also zum einen Mustafa, der arbeitet nicht mehr bei uns. Der war ja eigentlich von Anfang an bis Ende letzten Jahres dabei gewesen. Unsere Wege haben sich dann zum Jahresende getrennt. Mustafa ist aber, glaube ich, soweit ich weiß, hier in der Gegend jetzt auch geblieben und arbeitet jetzt auch hier als Sattler weiter. Also wir sind auch so im Guten auseinandergegangen, also alles cool. Was ändert sich im Wesentlichen jetzt bei uns? Also ich werde natürlich gucken, dass ich in Zukunft die Anpassungen so gut wie es geht vor Ort machen kann, weil ich finde, es ist halt zum einen für euch ein deutlicher Vorteil, weil ich kann mir den Sattel vorher in Bewegung anschauen, kann ihn bearbeiten und ihr könnt euch direkt nochmal draufsetzen und ich kann es mir wieder in Bewegung anschauen, wenn es eben die Zeit hergibt eurerseits. Also ich plane mir das immer so ein und ja, ist natürlich auch für mich dann ein riesen Zeitersparnis, weil ich nicht den doppelten Fahrtweg habe. Also es ist, sag ich mal, so eine Sache, wo irgendwo jeder von profitiert. Das nächste, was auf der Planung steht für 2019, ist, dass ich mit der Sophia Paleogulu zusammen ein Seminar halten möchte. Also sie ist ja Physiotherapeutin und wir stehen in engem Kontakt und haben auch viele Kunden, die wir zusammen bearbeiten. Und das läuft wirklich gut und die Nachfrage besteht auch. Also wir kriegen wirklich oft Anfrage, ob wir nicht wieder zusammenkommen können, indem dass sie das Pferd behandeln und ich im gleichen Zuge den Sattel mache und es halt natürlich direkt vor Ort am gleichen Tag noch passiert. Es ist halt schon echt eine coole Sache und da haben wir uns überlegt, dass wir da halt mal eben ein Seminar halten wollen. Wie wir das genau aufbauen wollen, strukturieren wollen, soweit sind wir jetzt noch nicht, aber der Plan steht auf jeden Fall, dass wir das machen dieses Jahr. Als nächstes ist für mich auch ganz wichtig, was im Jahr 2018 sich schon angebahnt hat, dass der Kontakt zu den Herstellern immer enger wird. Also im Jahr 2017 war da eigentlich noch gar kein Kontakt vorhanden. Aber jetzt ist es so, dass wir zum Beispiel mit Albion, Erde Plus, Stüppen, Iconic, noch einen Fichtbauer natürlich, also mit dem war ich schon immer relativ eng gewesen, aber so mit den anderen hat sich jetzt über das Jahr ein so guter Kontakt angebahnt und wir sind so eng miteinander und ich verstehe mich auch mit den ganzen Geschäftsführern echt gut. Und es ist natürlich auch von Vorteil, wenn mal irgendwie was jetzt eine Sonderbestellung ist oder irgendwas ganz Ausgefallenes gemacht werden muss, sind wir natürlich dadurch halt auch viel flexibler und können das direkt mit dem Hersteller alles abgleichen, sodass man ein und dieselbe Sprache spricht und es nicht über 3, 4 Abteilungen geht, bis es dann mal irgendwann zu den Herstellern kommt und dann unter Umständen vielleicht hinterher was bei mir ankommt, was so jetzt gar nicht gewünscht war. Was ich auch wieder ein bisschen stärker forcieren will, ist das hier, das sind unsere Halsbänder. Ich habe damit schon mal vor 1,5, 2 Jahren angefangen, habe das aber halt nie weiter ausgebaut. Das ist jetzt so ein kleines Standardmodell. Die Marke für die Halsbänder nennt sich Lesordi, die werden auch komplett bei uns im Haus gemacht. Das Besondere bei dem hier ist jetzt die Rosé-Beschläge und eben die Verschlusstechnik. Das geht so, zack, und dann hier durch. So. Das ist jetzt nichts Besonderes, das ist was ganz Einfaches, es ist aus Wasserbüffelleder gefertigt, ist halt unheimlich strapazierfähig und ich würde mal sagen unkaputtbar. Mein Hund, der hat es jetzt schon ein Jahr, sein Halsband, oder über ein Jahr, ich glaube sogar 2 Jahre. Wir waren damit schon am Meer gewesen, überall und es sieht echt noch gut aus, es sieht aus wie neu. Und das wollte ich einfach mal ein bisschen stärker forcieren fürs nächste Jahr, weil wir da glaube ich schon das ein oder andere coole Halsband gebaut haben, aber das halt nie irgendwie... Außer der Kunde, der es bekommen hat, hat es halt nie irgendjemand so Gesicht bekommen. Und ich glaube schon, dass es dem einen oder anderen ganz gut gefallen könnte, weil wir da schon oft drauf, oder weil ich da schon oft drauf angesprochen worden bin. Ja, also das werden wir weiter forcieren. Dann wollen wir unseren YouTube-Channel noch ein bisschen ausbauen. Also wir haben damit ja Ende letzten Jahres gestartet. Ich glaube, wann war es? November? Ja, gell? November. Ja. November haben wir gestartet und wir haben jetzt zum Jahresende, waren wir noch bei Stücken in der Fertigung gewesen und dürften da einmal uns alles anschauen und abfilmen für euch. Und jetzt für dieses Jahr ist auf jeden Fall noch geplant, dass wir zum Fichtbauer fahren und da mal filmen und mit ihm mal zusammen durchgehen, dass ihr auch mal so ein bisschen die Philosophie hinter seinen Sätteln versteht. Ich bin noch mit 1, 2 anderen Firmen im Gespräch, dass wir da auch mal kommen können und es ist halt immer so ein bisschen... Ja, also es will natürlich der eine nicht zeigen, wie er was macht, weil der Nächste könnte sich's ja abschauen und könnte es dann nachahmen oder halt verbessern oder. Also das ist bei den Sattlereien immer ein bisschen schwierig, aber muss mal gucken.
was wir da noch bewegen können im Sinne. Dann haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht mal einen eigenen Sattel bauen, also wirklich hier bei uns im Haus, Schritt für Schritt einen eigenen Sattel bauen und euch da mitnehmen. Falls euch das interessieren würde, das könnt ihr gerne mal hier drunter schreiben, da. Würde jetzt wahrscheinlich kein High-End super-duper Proto-Sattel werden, weil wir von der Werkstatt hier, also wir haben alles da, um das bauen zu können, wir sind aber halt nicht darauf ausgelegt. Und ich habe den letzten Sattel zu meiner Meisterprüfung gebaut, also ist halt jetzt auch schon einfach mal ein paar Jahre her. Ich müsste jetzt lügen, aber 4, 5 Jahre auf jeden Fall. Aber ich hätte auf jeden Fall Bock drauf und das ist halt mega interessant und ich glaube auch, dass das ja für euch ganz interessant sein könnte. Dann wollen wir unser Sattellexikon noch ein bisschen weiter ausbauen. Also da geht es jetzt wirklich darum, jedes einzelne Teil am Sattel mal zu beschreiben, für was das da ist und was man damit macht und wieso das da ist und vielleicht auch mal so ein paar Teile vom Innenleben näher zu beschreiben, sowas, was der Reiter an sich von außen gar nicht sieht und gar nicht kennt. Genau. Noch irgendwas auf meiner Liste? Nee, das war's eigentlich. Das war's eigentlich gewesen. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, wenn ihr noch irgendwie Ideen oder Anregungen habt, dann lasst es mich gerne wissen. Wir können uns eigentlich über alle gängigen Kanäle erreichen: Instagram, Facebook, YouTube, hier zum Beispiel, auf unserer Internetseite oder über unsere App. Findet ihr im App Store und im Play Store, Reitsport-Rhein-Main. Ja, also wir sind da gern für Vorschläge offen und wenn euch irgendwas mal besonders interessieren würde, dann lasst es uns wissen. Da können wir da gern gucken, dass wir uns vielleicht irgendwie für einsetzen können und dann da auch mal ein schönes Video draus machen können. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. I'm OG, y'all new to the game.